würde gleich mal unsere erste Rednerin vom Open Mic Blog zu uns bitten. Das ist die Karin. Karin mit der Thematik Diskriminierung bezüglich Frauen und Mädchen. Hier kommt sie schon. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Karin. Ich bin zum dritten Mal hier und nehme den dritten Anlauf, weil einmal war Stromausfall und beim letzten Mal war doch der Regenschauer zu lange. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht erübrigt sich mittlerweile mein Thema. Es hat sich ein bisschen was getan, aber es hat sich auch verschlimmert. Mein Thema ist Frieden zwischen den Geschlechtern. Und ich habe auch ein Plakat mitgebracht. Our Girls. Vielleicht habt ihr das auch mitverfolgt. Seit Mitte April sind über 200 Mädchen verschleppt worden aus Nigeria, aus einem Mädcheninternat. Dahinter steckt die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Sie haben die Mädchen verschleppt. Sie versklaven sie. Sie wollen sie islamisieren und sie wollen sie verheiraten. Und das Schlimme daran bei dieser Terrorgruppe, es gibt einen Markt dafür. Die Mädchen sind am besten so zwischen 10 und 11 Jahre alt, weil da kann man sie gut verheiraten. Und nicht nur arme Mädchen, sondern wirklich arme Männer, die das nötig haben. Und daher mein Thema Frieden zwischen den Geschlechtern, einfach in gleicher Augenhöhe gleichwertige Menschen in eine Liebesbeziehung zu führen. Boko Haram ist nicht nur weit weg in Nigeria, sondern findet überall statt, auch hier in uns, um uns. Boko Haram heißt auf Deutsch übersetzt, westliche Bildung ist Sünde. Bildung ist überhaupt ein Grundgut und es gibt natürlich immer wissenschaftliche Erweiterungen, also so schlecht ist Bildung auch nicht. Was ich auch sagen möchte, ist eben generell die Diskriminierung, generell die Unterdrückung. Jetzt nicht nur vor diesen Mädchen, zum Glück wurden die Mädchen schon gefunden. Klar, dass sie nicht so einfach befreit werden können, verstehe ich auch, weil sie werden als Geiseln gehalten. Und es ist eben auch sehr gefährlich, wie befreien wir sie. Ich habe mir schon vorige Woche gedacht, ja, es gibt ja auch diese Überwachungssysteme, NSA, warum wurden sie noch nicht gefunden? Zum Glück wurden sie schon mal gefunden. Das Traurige daran, was ich auch erwähnen möchte, ist zum Beispiel, weiß ich es von Sudan, dass eben Frauen gezüchtigt werden sollen und so steht es auch im Gesetz. Und ich stehe nicht hier, um anzuprangern. Man muss bedenken, vor 40 Jahren, auch bei uns in Österreich, war Homosexualität strafbar. Und das ist noch nicht lange her. Und bezüglich Diskriminierung, wenn man bedenkt, 1974 hat es ja wohl auch in Österreich die Diskriminierung gegeben, dass zum Beispiel die Frau mitziehen hat müssen, weil der Mann das Oberhaupt war und hat den Wohnsitz bestimmt oder das gemeinsame erworbene Vermögen wurde nicht aufgeteilt bei einer Scheidung.
das ist 1974 erst geändert worden. Ja, und Missbrauch findet auch überall statt. Ich sage nur ein Stichwort, zum Beispiel Schloss, das Kinderheim Schloss Wilhelminenberg, auch noch nicht so lange her, was in den Medien war. Oder eben auch aktuelle Fälle, leider immer wieder, jetzt auch wieder übers Wochenende, war sehr wohl in den Medien, sei es jetzt in Indien, sei es jetzt in diversen Ländern, im kirchlichen Rahmen, weil die Kinder dann eben wirklich sehr gute, ehrwürdige Kinder sind und noch gelobt werden. Und ich will auch aufzeigen, dass zum Beispiel 2001 erst ein Gesetz geändert wurde, nämlich dass Vergewaltigung im Rahmen des Krieges auch ein Kriegsverbrechen ist. Ja? Das ist überhaupt neu, das Gesetz, und es war normales Kriegsverbrechen, aber es wird jetzt als Folter angesehen. Und bitte, wir haben bis 2001 warten müssen. Ja, ich will einfach nur das Unrechtbewusstsein sensibilisieren für jeden Einzelnen. Und was alles dazugehört, Übergrifflichkeiten, sei es jetzt im beruflichen Umfeld, nicht einmal zwischen den Geschlechtern, sondern einfach zwischen den Menschen, Diskriminierungen, ja. Ich appelliere auf die Sensibilisierung und auf den Frieden. Frieden zwischen in uns und zwischen den Geschlechtern. Danke fürs Zuhören. Ich möchte noch etwas erwähnen. Wir haben hier einen sehr engagierten Aktivisten hier, den Radim. 45 Minuten vor Beginn ist er schon hier mit seiner Gruppe und meditiert in aller Stille. Er hat das ins Leben gerufen, urbanes Meditieren. Ich meine, er könnte genauso gut unter einem schönen Baum meditieren. Nein, er meditiert hier, weil er hier das Feld aufbereitet und friedvoll aufdehnt und sich ausdehnt und einfach im Stillen und friedlich meditiert. Eine Dreiviertelstunde vorher schon, damit er dann den Rednern gut zuhören kann auch.